Hallo und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Schon wieder fast falsch gesagt. Ich. Alter, der Hase geht mir auf den Sack. Warum bist du denn so schnell? Okay, vergiss es. Ach, RB. Jetzt habe ich zumindest schon mal zwei Giftpfeile und hier hatte es doch geblinkt. Zeichen. Okay, sonst sehe ich hier nichts. Naja, ich brauche wenn dann Rehe und Großwild für Fälle. Das haben wir doch gerade gemacht. Ah! Nee, der ist schon tot. Ein toller Baum, den wir plündern konnten. Oh, da ist jemand. Hat ihn gesehen. Im Gebüsch. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Info. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Ich nicht. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Komm mal her, mein Schatz. Warum gehst du denn weiter? Das hat ganz gut geklappt. Setz das hier mal an. Thank you.
So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf geblieben sein. Haben Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen. Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Frage ist, stehen da immer noch beide? Scheiße! Hier ist ein Toter! Mal sehen. Überprüf das Gebüsch. Wem hat er denn geredet? So, damit hätte ich werfen können. Naja, hat nicht geklappt. Für dich schaut's auch nicht so gut aus. Tatsächlich, denn ich dachte, dass das funktioniert. Okay, hier hat es irgendwo geblitzert gehabt. Sag ich ja. Einiges übersehen. Ich muss noch mehr auf diese blöden Bäume achten. Ah, hier sind Pilze. Okay, dann nehmen wir den einen Baum noch mit, den hier. Komm. Untersuchen Sie den Hubschrauber. Kommen noch mehr von Ihnen. Krieg.
riechen. Bis wir jemanden hier haben, der die Pumpe ausschaltet, will ich die Kisten möglichst weit weg vom Feuer haben. Sofort! Das ist Munition drin. Ich will auf keinen Fall verlieren. Sind wir sicher? Habe seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht drauf. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis wieder läuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Ein Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Uns drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Moment mal, da ist irgendwas. Sehr schön. Was machst du da hin? Ja. Sehr gut. Der da oben, da komme ich nicht ran. Glaube ich nicht. Von dem sehe ich doch den Kopf nicht. Okay, das ist so eine Statue oder so.